Ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Lifeless. Es geht weiter durch die, naja, sich dem Ende neigende Nacht. Naja, ein bisschen haben wir noch. Aber es ist schon mal heller als da, wo wir jetzt in der letzten Folge unterwegs waren. Scheint doch ein bisschen besser. Jetzt habe ich mich von meinem eigenen Schatten erschrocken, ohne Witz. Echt nicht zu glauben. So, wir gucken mal da unten. Das sind nur Bahnwaggons, ein Truck, Container, glaube ich. Ich denke, da können wir getrost weiterlaufen. Da scheint es mir noch keinen Loot zu geben. Ich muss wieder außen rum. Das letzte Mal haben wir ja zwei Zombies geschnetzelt. Mal gucken, ob es auf der Brücke hier noch mehr gibt. Ich fürchte ja irgendwie schon. So, Trucks sind doch normalerweise der Lootpunkt für Shotguns, aber hier in dem Spiel nicht oder beziehungsweise noch nicht. Man kann ja auch nichts öffnen oder so. Wir müssen weiter. Wir müssen zu den Häusern, wo wir das letzte Mal waren. Da haben wir sehr gut gefunden. Da ist schon der nächste Zombie. Dem werden wir wohl entgegentreten müssen. Ich mache dennoch mal einen kurzen Abstecher hier rein. Kurz schauen wieder. Kofferraum. Leer. Okay, und dann... Hallo Zombie. Kommen Sie, kommen Sie. Hier. Ah, Drecksack. Wo ist er? Oh. Ist ein bisschen geflogen. Tja. Hat nicht viel dabei gehabt, der Gute. Wir haben wieder ordentlich Nahrung und Wasser verloren. Sprich, wenn wir da drüben sind, müssen wir definitiv, tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich eintritt, aber wir müssen definitiv schauen, dass wir was zu trinken finden. Ich habe nur noch die große Wasserflasche, die würde ich mir natürlich aufheben, wenn es richtig, leer ist, quasi unser Vorrat. So, jetzt aber, komm, jetzt finden wir mal was Anständiges. Wahnsinn, wie lang hier diese Brücke ist. Wir müssten doch jetzt eigentlich, genau, wir sind... White Harbor Wharf, das heißt, wir sind jetzt drüben angekommen, aber wir haben ein relativ ordentliches Stückchen. Da runter müssten wir, da sind unsere Buden, wo wir hinwollen. Jetzt die Frage, wir schauen uns mal so eine unfertige Gegend an. Ich habe noch nie eine unfertige Gegend gesehen. Ich hoffe nicht, dass die besonders dadurch glänzt, dass Loot fehlt. Ich hoffe. Ich hoffe es. Hier, so ein Polizeiauto. Könnte auch noch eine Knarre drin liegen. Aber auch alles leer, da ist nichts da. Also so ein bisschen fehlt natürlich noch Leben. Ja gut, das heißt ja auch Lifeless, ne? Ha. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Es fehlt so ein Stück weit. Ja, also außer Schubladen aufmachen kann man im Grunde genommen nichts. Und wenn was am Boden liegt, kann man das halt auch aufnehmen. Insofern ganz klar, es ist wirklich verdammt Early Access, wieder mal. Und hat man ja auch schon häufiger drüber geredet. Dass in der letzten Zeit Early Access immer weiter gedehnt wird, der Begriff. Wobei ich das gerade beim Thema Zombie Survival, ich will jetzt nicht sagen dumm finde, aber zumindest, nennen wir es mal ganz positiv, mutig, ein Spiel rauszubringen, was noch in einer so frühen Entwicklungsphase ist, weil gerade die Spieler dieses Genres sind doch sehr viel, die mussten schon sehr viel Leid ertragen, sagen wir es mal so. Und von daher ist es, wäre es mal dringend notwendig, dass wirklich mal ein Spiel rauskäme, was im Zombie-Survival-Bereich ist und irgendwie ausgegoren wogt, wirkt. Dass einfach mal was, ja, weiß nicht. DayZ, ne, hat einen guten Weg hingelegt, aber ist dann halt Hackern zum Opfer gefallen. H1Z1. Da ist einfach nichts passiert. Also sind wir mal ehrlich, das ist super enttäuschend, was da Sony draus gemacht hat. Dann hat es Daybreak Games übernommen. Und ganz ehrlich, was da dann draus gewusstet wurde, da haben sie aus einem Spiel zwei gemacht. Das war doch mal als Free-to-Play angedacht. Ich glaube, davon haben sie sich nur auch schon ganz gut verabschiedet. Haben jetzt zwei Games draus gemacht, für die man beide zahlen muss. Statt vorher, wo beides in einem Game war und man einmal gezahlt hat, muss man jetzt zweimal zahlen. Wirklich beschleunigt hat sich dadurch die Entwicklung nicht, wie sie es angekündigt haben, nach dem Motto, wir konzentrieren uns dann voll drauf und können
schnelle Updates rausbringen, ganz ehrlich. Das war einfach nur Abzocke. Das war einfach nur Scheiße. Das war einfach nur Scheiße. Das passt zwar auch, aber das wollte ich nicht sagen. Scheiße. Tschüss. Ich muss weg. Du bist nackt. Zieh dir was an, bevor du mir gegenüber trittst. Na, das war klar, dass er in dem Moment zuschlägt, wo ich dann wieder komme. Also mir scheint, Zombies haben sie schon reingeworfen hier, aber den Loot haben sie vergessen. Brüll nicht hier rum, kämpf! Vielleicht doch nicht kämpfen, brüll lieber. Ja, auch den Zombies haben sie keinen Loot mitgegeben. Scheiße. Probier's dennoch. Ich gehe hier nochmal durch. Ich gebe es nicht ganz auf, die Hoffnung, dass hier vielleicht doch noch was liegt. Ganz cool gemacht ist das eigentlich hier mit diesen Lagerhallen am Hafen scheinbar. Aber gerade diese Lagerhallen sind ja doch... Da habe ich wieder meinen eigenen Schatten. Da habe ich wieder von meinem eigenen Schatten erschrocken. Das ist unglaublich. Gerade hier würde ich doch einiges an Loot erwarten. Ich schätze mal, das kommt auch noch. Ich schätze mal, das kommt auch noch. Was? Euer Ernst? So, müssen wir halt außen rum. So, komm. Jetzt hier, es gibt's ja nicht. Ich muss mir jetzt so lange rumlaufen, ohne was zu finden. Karte, wo sind wir? Richtige Richtung, da lang. Ist doch so, ne? Ja, genau. Dann müssten wir da auf den Weg kommen. Müssten wir da auf den Weg kommen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo hoch springen können. Das sieht... Mann. Sieht nicht so aus. Da vielleicht. Da ist ein alter... Oh, ein altes Frachtschiff. Da kommt man bestimmt auch hin. Moment. Ist da vielleicht schon Pferd? Ist da... Lass uns erstmal zum alten Punkt gehen, den wir schon kennen zwar, aber da wissen wir wenigstens, dass es da Loot gibt. Ich hoffe, das ist hier jetzt auch so. Und wenn wir da dann vielleicht ein bisschen ausgestattet sind, dann gehen wir mal zu diesem Wrack. Das würde ich mir gerne mal angucken. Da würde ich gerne mal den einen oder anderen Blick drauf werfen. Derweil. Wir brauchen Wasser. Und ein bisschen was zu futtern. Dann regenerieren wir auch wieder. Was zu futtern runter und... Letzte Wasser. Also. Von wegen. Wir werden hier zugeschmissen mit Nahrungsmitteln. Jetzt wird es doch eng. Ich glaube, wenn wir so viel sprinten, das wird auch sein Übriges tun. Jetzt nochmal ganz kurz. Wir waren auf der richtigen Straße. Genau, der folgen wir jetzt einfach und dann kommen wir da an. Die Karte ist wirklich relativ klein, wenn wir überlegen... Wir sind jetzt gelaufen von, hier waren wir glaube ich ursprünglich, ne? Dann sind wir hier doch in einer sehr schnellen Zeit rüber, also die Karte ist übersichtlich. Wurde ja geschrieben, lieber eine kleine Karte und die halt abwechslungsreich gestaltet. Ja, prinzipiell okay. Aber dann ist es vielleicht doch eine Option zu sagen, wir machen mehrere kleine Karten. Dass man dann die Möglichkeit hat, zu wählen, auf welcher Karte man unterwegs ist. Beziehungsweise die Server halt mit unterschiedlichen Karten ausgerüstet wären oder so. Das wäre dann, glaube ich, ganz sinnvoll. Dass man irgendwo ein Stück weit Abwechslung kriegt. Weil man hat es dann doch sehr schnell, denke ich, alles gesehen. Und ich glaube dann, wenn du immer nur von links nach rechts rennst auf dieser Karte... dann ist es doch relativ schnell langweilig. Ich will das jetzt mal vergleichen mit DayZ. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, da bei DayZ diese doch sehr langen... Spieler oder Zombie? Zombie. Diese doch sehr langen Wanderungen sozusagen da auf sich zu nehmen. Hier in dem... Scheiße. Boah, ist hier der Teufel los.
Na, komm mal her. Das hat Spaß gemacht. Ich habe eigentlich gar nichts anderes gemacht als sonst. Ich habe, glaube ich, noch mehr auf den Kopf getroffen. Komm her. Machen wir dich erstmal weg und dann können wir da in Ruhe reingehen zum Looten. Mist, ich wollte mal diesen Schlag ausprobieren. Man hat es gar nicht gemerkt, ne? Ich wollte mal diesen einen Schlag ausprobieren. Ich nehme jetzt Painkillers erstmal. Die sind, denke ich, weniger wertvoll als die Bandages. Mal schauen, wie viel die machen. Ja, das ist doch super. Dann legt man die Bandage wieder rein. So, dann gehen wir hier mal kurz rein. Mal kurz, ich habe mal kurz gesagt, da werden jetzt 20 Zombies drin sein. Ich glaube, ich verabschiede mich am besten schon mal von euch. Wir gehen da jetzt mal rein, ausgiebig, lange, gründlich, vorsichtig. Und schauen mal, vielleicht haben wir Glück. Die nehmen wir selbstredend mit. Jetzt so langsam wird es echt mal Zeit für eine Waffe. Au! Er mich überrascht. Aber ich habe mich nicht so erschrocken, wie ich gedacht hätte. Ich glaube, das wäre noch schlimmer gewesen, wenn es jetzt immer noch so richtig dunkel wäre. Dann hätte ich vielleicht einen kleinen Satz hier gemacht. Thunfisch. Wir müssen ja gleich mal was essen. Wir nehmen jetzt mal alles mit und dann pfeifen wir uns gleich eine ganz ordentliche Portion mal rein. Aber hauptsächlich wäre echt jetzt mal eine Runde Wasser gut. Eine Flasche haben wir ja noch, aber wie gesagt, die hebe ich so auf, bis gar nichts mehr geht, weil es die große Flasche ist. Scheiße. So, wie ist hier so? Nix, nix, nix. Immer nur nix. Wie viel Essen haben wir genug? Es geht jetzt wirklich nur noch Getränke. Essen brauchen wir keins mehr mitnehmen. Ja. Überall diese ungesunden Riegel. Wer hat denn hier gelebt? Unmöglich. Jo. Was? Nee, Moment, was ist das? Ach so, oh doch. Doch mal wieder ein Riegel. Wer hätte es gedacht? Ein Hammer. Die Reichweite ist sehr gering und der Schaden ist nicht besser als das von meinem Schwert. Pech gehabt. Ein T-Shirt. Stamina geht da ein bisschen hoch mit. Vergleich zu dem, was wir haben. Armor 8. Hier ist auch Armor 8. Stamina 7. Stamina 0. Zack, da haben wir da ein bisschen von. Dann kann man das wegwerfen. Yuppie juhu. Wo? Oh. Hallo? Hilfe? Ach du. Arsch. Arsch mit Ohren. Komm her. Ah. Sackgesicht. Oh, was haben wir denn da? Was? What the hell ist das denn bitte? Was habe ich da denn gefunden? Reichweite 140 cm. So eine Art Stangenwaffe, aber eine sehr langsame Angriffsgeschwindigkeit, wenn ich das so sehe. Oder? Ja. Hier haben wir 1,6 Schläge pro Sekunde, hier haben wir 1,8. Das ist also die halbe Angriffsgeschwindigkeit. Insofern ist der Damage pro Sekunde auch geringer. Aber ich will das Ding trotzdem testen. Ist überhaupt keine Frage hier. Gehen wir mal auf die 3. Hö, sehe überhaupt nichts. Krasser Scheiß. Okay. Folgendes. Jetzt kommt dann doch mal eine Bandage ein. Die haben wir. Oh, das war alles. Das war eine Bandage und bei den Painkillers kriege ich mein halbes Leben aufgefüllt? Ist das euer Ernst? Scheinbar, ne? Uiuiui. Das ist aber schlecht. Tun wir das rein. Dann nehmen wir. Das war sogar die gute Bandage. Das war gar nicht mal die dreckige. Uff. Nehmen wir die dreckige jetzt auch noch.
So, haben wir das. Und die andere dreckige tun wir da auch noch rein. Ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Hier, eine Jacke. Das ist doch wunderbar. Eine Motorradjacke. Armor 16. Durability 96. Ich glaube, dann scheiße ich auf die Stamina, die es da gibt. Ich behalte das T-Shirt mal sicherheitshalber. Wenn wir mal irgendwie lange Strecken zu rennen haben. Ah, Wasser. Ja, gut. Wenn wir mal lange Strecken zu rennen haben, vielleicht... Ich keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich weiß nicht, wie viel 7 Stamina ist. Ich weiß nämlich leider nicht, wie viel... Sieht man das irgendwo? Da. Stamina 100. Das heißt also, ja, immerhin 7%. Ja. Verdammt. Alter. Ich hatte meine Waffe nicht in der Hand. Ich dachte gerade, warum kann ich nicht blocken? Das war ein bisschen knapp. Und das war eine Bandage übrigens da oben, was ihr an Leben seht. Sensation. Ich kann hier wieder fressen ohne Ende jetzt. Alter. Der hat mich jetzt verjagt, ja? Der hat mich jetzt verjagt. Habe ich noch ein First Aid Kit? Das habe ich noch. Sollte ich vielleicht nehmen, oder? Obwohl, jetzt habe ich extra so viel gegessen. Ich nehme lieber nochmal einen Schluck Wasser. Das First Aid Kit versuchen wir zu sparen. Ich hätte es gleich nehmen sollen. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich es hatte eben. Kacke. Oh, jetzt! Hau ab! Hau ab! Mistvieh. First Aid Kit? Wo kommen die alle her? Was ist hier los? Alter Schwede. So, jetzt wäre es mal ein bisschen looten, oder? Komm. Nicht nur Zombies. Ja, jetzt nehme ich auch wieder. Jetzt nehme ich auch wieder Nahrung. Komischerweise. Glaube ich, brauche sie wieder. Alter. Habe ich die drei? Habe ich die Waffe? Ich sehe sie nicht. Das ist echt, das ist so dunkel. Lass uns hier raus. Ich will ganz ehrlich, ich will nur noch zu diesem Buden, wo wir vorhin waren. Ach, geh doch weg. Ach, Mann. Ich glaube, der hat gesessen. Prinzipiell ist die Waffe ganz gut, wenn ich sie mal sehen würde. Moment, wir können sie ja mal sehen. Wir können sie ja mal sehen. Ist so eine Art, ja fast so wie eine Sense im Grunde genommen. Ziemlich cool. Hat was, oder? Hat was. Kriege ich auch mal die Frontansicht? Jawohl. Ach, ist doch ein freundlicher Zeitgenosse, den wir hier haben, oder? Sieht aus, als würde er gerade von der Tour de France kommen, ja. Aber sonst? Gut. Dafür sind wir nicht gedopt genug. Obwohl, ja, so viel Painkiller, wie wir da reingeworfen haben für ihn. Aber egal. Genau in die andere Richtung, glaube ich. Da müssten die kleinen Hütten sein. Schauen wir mal. Bitte, bitte. Ja, da sind sie, die kleinen Hütten. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn das mal zombiefrei wäre. Da unten ist aber einer. Naja, gut, egal. Mit einem wären wir fertig, aber ich möchte jetzt nicht wieder 3, 4. Das war gerade schon richtig heftig. Lederjacke. Mal schauen, wir haben ja schon eine Motorradjacke. Die Lederjacke hat aber... Mann! Hau ab! Ganz ehrlich, ich kam mit dem Schwert wirklich besser klar als mit diesem Ding. Das ist gar nicht so optimal. Boah, so, ah, hier ist die Lederjacke. Keine Ahnung, ist die kaputt oder was? Durability 50, Durability 96, Armor 16, irgendwie, die sieht so, weiß nicht.
Ich schmeiß die mal weg. Die ist mir irgendwie nicht, dass ich da was Verpacktes anziehe. Wir haben ein bisschen mehr Armor. Sprintbonus ist allerdings dafür negativ. Die kann also auch getrost weg. Und ich bleibe jetzt echt bei dem Schwert. Und boah, ich glaube nicht, dass wir noch lange leben werden, wenn wir hier nicht gleich mal was finden. Auch insbesondere Wasser. Wir sind an sich so gut wie tot. Können wir noch irgendwas einwerfen, was uns heilen könnte? Haben wir gar nichts da. Ist das eine richtig üble Runde bisher? Oh. Okay, Wasser haben wir. Jetzt bitte noch Waffen. Bitte, bitte, bitte. Was war das hier das letzte Mal so cool, oder? Wir haben hier jede Schublade gefühlt hat... eine nehme ich mit von den zwei. Jede Schublade gefühlt hatte Munition drin, so ungefähr. Jetzt liegen hier überall... Jetzt liegen hier überall Nahrungsgegenstände. Es ist echt schade. Ach komm. So. Eieiei. Gut, Getränke haben wir jetzt wieder halbwegs. Boah. Komm, die kleinen Buden. Letztes Mal so gut. Bitte. Wir wollen doch die Waffe. Wollen doch auch mal wieder ein bisschen ballern dürfen. Muni haben wir ganz ordentlich. Da vorne den Zombie. Boah. Ganz ehrlich. Muss. Ich glaube, der kommt jetzt gleich. Jetzt regeneriert es wieder ein bisschen mein Leben. Ich bekämpfe ihn jetzt, als dass er mir gleich im Haus wieder in den Rücken fällt. Ich muss eh noch zu der Hütte da drüben. Da ist noch ein Zombie. Hier ist echt gut was los. Komm schon. Ach, jetzt komm. Jetzt steht er da. Ich hätte natürlich einen Schlag setzen können, aber... War mir zu riskant bei meinem Leben. Weiß nicht, ob ich noch einen ausgehalten hätte. Das ist Wahnsinn, wir fressen hier das ganze Zeug weg, was wir gerade gefunden haben. Jetzt aber rein in die Bude. Komm, da ist jetzt die Waffe schlechthin. Energy Bar. Munition. Wo hatten wir denn die Waffe gefunden? Ich weiß das nicht mehr. Wo hatten wir die Hunting Rifle gefunden? Wo lag die? Verdammt noch eins. Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendwo in einem der ersten Häuser war das doch, oder? Ach nee, oder hat man die aus dem Zombie gelootet? Ich glaube, die hat man sogar aus dem Zombie gelootet, oder? Ich weiß es nicht mehr. Schön aus hier, Sonnenaufgang. Bisschen übertrieben das Orange, aber sonst eigentlich ganz schön. Kann man von dem hier nicht behaupten. Oh. Also übertrieben ist er auch, aber nicht schön. So, komm. Hier ist jetzt unser Glück. Stimmt. Die alle mit diesen Meatballs, mit diesen Fleischbällchendosen hatten hier. Es ist ja unglaublich. Das ist, ne, es ist kein Wunder, dass die alle zu Zombies mutiert sind, wenn man sieht, was die so gegessen haben. Ist überhaupt kein Wunder. Maximum Stamina geht runter. Nee, danke. Pass ich. Wir machen das so. Wir mümmeln mal was. Haben ganz gut Hunger. Und Wasser legen wir uns dafür mal runter. So. Komm. Hier ist jetzt was. Mal was Anständiges. Nee. Das war die Jacke.
Thunfisch, Kartoffeln, was man halt so in Schubladen immer hat, direkt immer neben dem Bett, habe ich auch immer einen Sack Kartoffeln. Man weiß nie. Ja, man weiß ja nie. Nächste Apokalypse kommt bestimmt und dann ist man froh. Dann ist man froh, wenn man aufsteht und hat neben dem Bett, ja, da hat man den Sack Kartoffeln und in der Küche die Munition. Also ich wundere mich immer weniger, dass die hier zu Zombies mutiert sind. Es erklärt sich immer mehr. Es erklärt sich immer mehr, woher das kommt, wenn ich bei der Apokalypse dann die Zombies mit Kartoffeln bewerfe und Patronen für Hülsen fresse. Komm, auch hier gilt, lieber erst wegmachen und dann looten gehen, als bös überrascht werden. Ja, Brüll! Brüll hier! Euch ist auch keine gepflegte Unterhaltung mehr möglich. Ah, das ist doch wohl nicht wahr. Ist jetzt. Oh. Ach, Claymore wieder. Ach Mann, ich dachte. Moment, was haben wir hier? 40er Schaden, 0,83 pro Sekunde. Und hier haben wir 0,6. Also, dann nehmen wir den. Hätten wir wenigstens das Ding. Und das können wir leider nicht ausrüsten. Ich würde es ja gerne hinten, aber hier ist es nur für Pistole und für Schusswaffen. Ist auch ein bisschen schade, dass diese Slots überhaupt nicht anders zu benutzen sind. Solange man nichts anderes hat, finde ich, kann man ja dahin stopfen, was man will. Das sind letzten Endes Rückenplätze, was man sich so um die Schulter wirft. Und ganz ehrlich, du, ne? Ob ich da jetzt eine Pistole oder. Ja gut, Pistole ist mehr am Ge. Ja, Idiot. Au, 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 au. Lass den Scheiß. Komm her, komm her, komm her. Na komm. Bisschen Angst hatte ich. Trinken wir mal einen Heilungssaft. Ja? Einen schönen, guten Heilungssaft. Von Muttern. Ja, den hat die mir auch immer schon früher mitgegeben, den Heilungssaft. War ich jetzt hier? Weiß es gar nicht mehr. Vor lauter? Nee, scheinbar nicht. Auch hier gilt, wir kauen lieber auf Patronen rum und werfen mit Kartoffeln. Mich wundert wirklich nichts mehr. Mal schauen, wenn wir jetzt hier. Was ist das? Eine Gasmaske. Haben wir da. Da haben wir. Es sieht doch jetzt bestimmt putzig aus, oder? Mensch. Ja. 1A. 1A. Tipptopp. Ja, okay. Immerhin sehen wir jetzt nicht mehr aus wie ein Tour de France-Fahrer. Ist in Ordnung. So, komm. Waffen. Kartoffeln. Ja, war klar. In der Küche ist wieder die ganze Munition und hier haben wir die ganzen Riegel und so. Es ist. Sind alle an Verfettung gestorben, glaube ich. Weißt du, wenn man im Bett liegt und erstmal so. Ach komm, hier nehme ich noch so schöne Kartoffeln hier vorm Schlaf gehen, hau ich mir noch so schöne Kartoffeln rein. Arschloch. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ehrlich. Ja. Lass dich fressen. Arschloch. Bin ich das erste Mal einem einer fremden Fraktion über den Weg gelaufen, dann wird man natürlich direkt abgeballert, selbstverständlich. Aber ich hätte eh nichts entgegenzusetzen gehabt. Der hatte die Schusswaffe, die hier lag, scheinbar. Kack. Ja. Loot mich nur. Hab den nicht gesehen. So ein Mist. Mich gerade so schön über die Kartoffeln gefreut.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werden wir hier den Charakter sicherlich noch haben. Allerdings nichts mehr im Inventar. Das Zeug im Gürtel oder das, was man ausgerüstet hat, das bleibt ja. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also, mal gucken, was wir dann anstellen. Vielleicht haben wir dann Glück. Und mal gucken, wo wir rauskommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.